7, ja, sehr schön. Komm, 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 komm. 8. Das sind so viele 10 bei. Wow, 9, sehr schön. Komm, 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 komm. Noch eine 8 vielleicht? Okay. Was macht die 9 dazwischen? Komisch. Jetzt noch eine 9 wird richtig komisch aussehen. Ich hätte nichts sagen sollen. Gut. Sehr solides Spiel. Alles kein Ding. Du forschst noch. Gucken wir uns mal die Zahlen an. Viertelmillion haben wir schon. Rang 10. Ja, doch. Also inhaltslose Spiele zu produzieren scheint echt viel Geld zu bringen. Also welche ohne Story, ohne Dialoge und was weiß ich. Fantasy. Ein storyloses Spiel bei Fantasy? Na, mal gucken. New Game. Topic, Fantasy, Genre. Strategie Fantasy, Action Fantasy. Fantasy Action, also vielleicht so eine Art Prügelspiel oder Jump'n'Run. Gianna Sisters? Nein, das passt nicht wirklich. Jump, Jump, Conan. Plattform. Ruhig noch die G64, aber nicht mehr lange. So. 2D ist super. Einfach mal reinschauen. Nichts verändern. Bloß nichts verändern. Wir machen jetzt nur inhaltslose Spiele. Außer irgendwann kriegen wir mal so ein Marktanalyse-Ding, dass die jetzt irgendwas Niveauvolles haben wollen. Denn, denkt dran, wir sind Anti-Gerugon. Wir wollen keinen Inhalt. Das ploppt richtig schön hoch. Bugs 2 sind auch noch okay. Nachrichten. Klar. Gucken wir mal ganz kurz, ob hier irgendwas springt für das Interview. Nö. Also Interview kostet keine Zeit und bringt anscheinend irgendwas. Jump Jump Conan. World Design, Grafik, Sound, alles ausbalanciert. Design hängt ein bisschen hinterher. Also gehe ich mit dem Sound mal runter, weil ich denke, dass Sound Technologie ist. So. Und Nachrichten. Haben wir durch die Nachrichten Fans bekommen? Oder Hype oder irgendwas? Ja, sie wünschen uns alles Gute. Fans? Nicht wirklich. Genau. Es ist wichtig, Hype aufzubauen. Und wir haben Hype bekommen durch das Interview. Oh, sehr schön. Das heißt, wir müssen das Spiel jetzt sehr schnell fertig bekommen, auch wenn wir ja keinen Einfluss darauf haben, bevor der Hype runtergeht. Random Events generieren momentan nur Hype. Ja, das ist okay. Kommt schnell fertig werden. Hype 6. Hype 7. Bugs weg. So. Nein! Wo kommst du denn her? Das ist jetzt nicht so gut, aber mit 7 Hype, das dürfte auf jeden Fall was werden. Also gucken wir. Level Ups war irgendwo einer dabei oder zwei. Genau, Dialoge, was wir eh nicht brauchen. Und noch irgendwas Unnützes wie Story oder so. Nö. Okay, Release. Track Simulator hat 178.000 verkauft. Schon mal mehr als Pong. Und in der Zwischenzeit würden wir gerne ein neues Topic researchen, und zwar Piraten. Research. So, Jump Jump Conan mit 7 Hype und guten Werten. Das wird unser Durchbruch sein, denke ich mal. Da sind richtig viele 10 bei. 8 ist keine 10. 7 ist schon gar keine 10. So, Scheiß. 8 ist immer noch keine 10. Und ihr seid alle doof und habt keine Ahnung. Die Fans wissen das bestimmt besser. Und die TES ist draußen. Gamepad ist erforschbar. Stelle mir das eh gleich komisch vor, ein TES-Spiel zu designen ohne Gamepad, aber na gut. Rang 17 hatten wir. Das trotzdem Hype, das finde ich komisch. Aber egal. Wir haben eine halbe Million, das ist sehr gut. Wir haben jetzt das Piratentopic. Wir werden nicht das Geld und die Forschungspunkte für den Controller ausgeben und auch nicht für die Lizenz für das Super Nintendo. Weil das Sega-Ding kommt eh hinterher und nee, wir brauchen das Geld. Also, neues Spiel. Topic Piraten. Genre.
Action hatten wir gerade erst mit Jump Jump Conan. Aber Abenteuer bräuchte Dialoge und so Gedöns, was wir bei Antigerogon.de nicht brauchen. RPG genauso. Wir könnten einen Piratensimulator machen. Aber ich denke mir nicht, dass Piratensimulator so eine gute Kombo ist. Also eine Piraten-Action. Plattform. G64. Noch hat das keine Ermüdungserscheinungen. Weiter, weiter. Das ist ein echt toller Name. So, nichts verändern. Und gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Jetzt zwischendurch haben wir noch gar keine Marketing-Sachen oder so, ne? Ne, kommt ja später. Genau. Obwohl Piraten ohne Dialoge. Na gut, das heißt einfach nur, dass nicht viel Zeit und Geld investiert wird in Dialoge. Also werden sie schön kitschig sein. Also ist das umso besser. Man kann alles schön reden, ne? So, Punkte sind schön ausgeglichen, warum auch immer. Dritte Stage, das wird kein so tolles Spiel, denke ich. Aber mal schauen. Es könnte auch sein, dass ein Spiel zwangsweise ab einem gewissen Jahr richtig gut wird, damit man den Sprung machen kann von hier nach drüben. Aber mir soll es egal sein. Jump Jump Conan hat 184.000 gebracht. Und wir haben fast keine Kosten. So, Bug weg. Ein neuer Punkt drauf. 12, 13. Wird kein Renner werden. Aber ich mag Piraten. So. Level up. Nö, ist auch keine super Kombo. Piraten-Action ist wohl nicht so das Ding. Also Piraten-Adventure wäre besser, aber das ist halt nicht unser Ding hier. Weil ich keine Einstellung verändern möchte. So, da war nur einmal eine 10 zwischen. Ist trotzdem 7 geworden. Eine 10 aufblinken sehen, eine 6. Da waren ganz viele. 7. Wieder eine 6, ne? Ja. Durch den Spiel. Was soll's? Forschen. Wir hätten gerne New Topic. Oh, warte mal. Wir könnten Steering Wheel erforschen. Und dann Rennspiel machen. Weil Rennsimulator ist eine super Kombo. Ja, komm. Steering Wheel. Ja, brauchen wir auch gleich eine Custom Engine. Ja, und dafür haben wir nicht genug andere Forschungssachen. Nee, komm. New Topic. Science Fiction. Start Research. So. Rang 25. Oh, Geld ist Geld. Vielleicht haben wir diesmal doch nicht so einen riesen Durchbruch wie bei dem anderen Spiel. Sondern dafür jetzt peu à peu. Oh, wir sind gleich in Jahr 3. Na, mal schauen. Du? Mach mal ein neues Spiel. Topic Science Fiction. Genre. Strategie. Plattform. Die G64 geht langsam zurück. Aber noch ist sie nicht ganz tot. Science-Fiction-Strategie. Zap them. Nein, das ist doof. Zeppotronic Chisel. So. 2D-Grafik ist okay. Wir bleiben bei unserer alten Taktik. Wobei die Taktik ja nicht wirklich für alle drei Arten gleich sein kann. Also nicht für Action, Strategie und Simulator. Das heißt, wenn es jetzt bei Strategie mit genau diesen Einstellungen besser läuft, also die Zahlen, dann können wir sie bei Strategie beibehalten und passen sie dann für Action und das andere ein bisschen an. Solange bis wir wirklich raus haben, wann, wie, wo, was sein muss. Aber ich glaube, darauf läuft es hinaus. Man muss nur genau wissen, bei welchem man wie die Regler einstellen muss. Oh, na gut. Dritte Stage. Design ist fast gar nichts. Oh, stimmt. Wir haben hier rumgedreht. Warum haben wir hier rumgedreht? Sollte so sein. So. Design ist immer noch grottig. Technologie ist okay. 10 Bucks. Das ist übel. Und A hat 161.000 gemacht.
kommen wir mal ganz schön langsam hoch. Wir waren bei 500.000, haben zwei Spiele entwickelt und sind jetzt bei 600.000. Komm, back weg, back weg, back weg. Und die TES ist ein super Erfolg. Mhm. So, fertig. Kein Bug mehr reingeschlichen. Nö. Neuer Rekord bei Technologie. Neue Topic, neue Combo, super Combo und ganz viel Level-Ups wahrscheinlich. Weil die hier immer alle recht nah beieinander hocken. So, gib mir neue Sachen zum Erforschen. Release. Level Editor und Better AI. Das erforschen wir doch gleich mal. Level Editor. Start Research. Research? Okay. So. Zapotronic Schüssel. Gib's mir, da waren ganz viele 10 bei. 8 ist schon mal ein guter Anfang. 9. 9. Ich mag dich nicht, Game Hero. 9, um die 7 auszugleichen. Nee, okay. Aber dürfte schon mal mehr bringen als die anderen vorher. Das heißt, Strategiespiele sind mit der Einstellung, die wir jetzt haben, besser als Action-Spiele mit der Einstellung, die wir jetzt haben. Level Editor. Schön, reicht mir aber nicht. Wir hätten gerne noch bessere AI. Wir knacken bald die 1000 Fans, da sind sie ja schon. Rang 9. Oh, das ist ordentlich. Ja, Kritiken heißen nicht immer gleich, dass die Zahlen auch dementsprechend sind. Better AI erforscht. Haben wir noch irgendwas zum Erforschen? Neues Topic. Startups. Research. Das könnte ein Erfolg sein. Also, dass wir jetzt ein Spiel entwickeln, das so ist, wie das Spiel hier ist. Gucken wir einfach gleich mal. Zahlen sind hier gleich eh im Keller. Millionen ist immer noch weit weg. Startups. Okay. Neues Spiel. Game Dev Tycoon. Vielleicht gibt das ja auch noch Erfolg. Auch ob ich nicht. Ich weiß nicht, ob man Develop oder Dingens ausschreiben soll oder nicht. Ich glaube, der Game Dev Tycoon müsste okay sein. Also Startup, Simulator für den PC. Also ich denke nicht, dass ich das Ganze jetzt auf dem C64 spielen könnte. Also nehme ich mal den PC. Next. 2D-Grafik. Jo. Hau rein. Das ist nicht reinhauen in einer Stage. Simulator. Also wir wissen, dass die Einstellung für Simulator nicht perfekt ist. Besser, wir wissen, dass es für Strategie besser ist mit dieser Einstellung. Was wollen wir hier mal drehen? Story und Quests für den Simulator. Also ein bisschen was ist immer dabei. Auch bei SimCity oder sonst was. Nee, komm, das lassen wir noch so. Wir finden beim nächsten Jahr was. Ja, wir vergessen die Game Engine nicht. Ist schon okay. So, das ploppt fleißig vor sich hin. Keinen einzigen Bug bisher. Ja, und wir können jetzt erforschen mit der Zielgruppe oder Einstellung. Also eher an jüngere, mittlere, ältere. Okay. Zielgruppenforschung. Machen wir später. So, Startup Simulation. Können wir hier irgendwas verändern, was Sinn macht? Dialoge. In einem Simulator. Nö. So nicht. Also anscheinend bleiben wir doch gleich. Und 212.000. Schick, schick. 9,9 in der dritten Stage. Simulator, machen wir mal World Design runter. Sound und Graphics. Oh, okay. 5 Bucks. Und fertig. 14,14. Das ist echt nicht so toll. Und Sega kommt. Dauert aber noch. Interessiert uns eh nicht. Und neuer Bug ist da. Bug ist weg. 14,16. Sieht schon besser aus. Das ist aber kein... Oh, sind beides neue Rekorde. Habe ich nicht so in Erinnerung gehabt, aber okay. Könnte es ja doch was werden. Und dann vielleicht noch den Bonus für das Spiel. Also für den Titel. Und Anti-Kirogon Level Up. Sehr schön. Open World. Stopp.
Research. Target Audience. Kritiken. Komm schon, ihr könnt eurem eigenen Spiel keine schlechte Kritik geben. 7 ist nicht so toll. Das ist inzwischen Durchschnitt. Immer noch Durchschnitt. Unterdurchschnitt. Also für uns und Durchschnitt. Und kein Erfolg oder so. Schade. Aber wäre eine Möglichkeit gewesen. Wie viel verkauft es denn? Platz? 30. Nö. Nö. Nicht so toll. So, Target Audience ist erforscht. Weiterforschen. Wir haben momentan ein bisschen Geld. Open World. Zack. Und die Sega-Konsole ist da. Nö. Wir haben kein Geld für Lizenzen über. Wir müssen forschen.